eigene Kinder zu haben. Dieser Traum wird immer weniger der Natur überlassen. Dank der Entwicklung der Fortpflanzungsmedizin sind sie planbarer geworden. Es liegt sicher im Trend unserer Zeit, dass wir alles zu einem Projekt werden lassen oder vieles zu einem Projekt werden lassen, was in unserem Leben geschieht. Projekt werden lassen heißt, dass wir die Kontrolle darüber haben wollen, Kontrolle des Zeitpunktes, wann es stattfindet, mit wem es stattfindet und so weiter. Und auch eine Kontrolle, dass man sich quasi weniger quasi andere Menschen dafür braucht, für die Erfüllung des eigenen Lebensplans. Eine der Schweizerinnen, die ein solches Projekt verfolgen, ist Carmen Gemay. Sie ist 32 Jahre alt. Jetzt, in meiner Situation, wie ich jetzt bin, ein Kind zu kriegen, das wäre egoistisch, das wäre dem Kind auch nicht gerecht. Mir geht es auch nicht von der Karrierenplanung her. Deswegen ist die einzige Option für mich, jetzt die Eizellen zu entnehmen, dass ich mit Sicherheit in ein paar Jahren noch ein Kind kriegen kann, was wahrscheinlich biologisch von meiner biologischen Uhr her gar nicht mehr möglich wäre. Das Einfrieren ist unproblematisch. Doch in der Schweiz gleicht das spätere Einsetzen der Eizelle einem Spießrutenlauf. Frauen müssen Bedingungen erfüllen, die es oftmals verunmöglichen, Schwangerschaft und Kind nach persönlichen Vorstellungen zu planen. Sie müssen in einer Lebenspartnerschaft leben, sie müssen unfruchtbar sein, also es muss eine Unfruchtbarkeit bestehen. Und sie müssen noch in der Lage sein für das Kind, oder die Partner müssen in der Lage sein, für das Kind noch bis zur Volljährigkeit zu sorgen. Im erzkatholischen Spanien sieht die Gesetzeslage ganz anders aus. Im Vergleich zur Schweiz existieren hier für Frauen viel mehr legale Möglichkeiten, ein Kind außerhalb ihres Körpers zu erzeugen. Nach Valencia kommen immer mehr Touristen, genau aus diesem Grund. Sie erhoffen sich hier, den Traum vom eigenen Baby zu erfüllen. Ihre Destination ist die IVI-Klinik in Valencia. Die IVI-Klinik hat eine Lagerungskapazität für über 16.000 Einheiten für Embryos oder Eizellen. Im Unterschied zur Schweiz dürfen hier auch Embryos eingefroren werden. Das heißt, befruchtete Eizellen, die bis zu 5 Tage alt sind. Jeden Abend werden die vielversprechendsten Embryos für den Transfer für wartende Patientinnen vorbereitet. Trotz der Optimierung auf höchstem wissenschaftlichen Niveau, perfekte Babys kann allerdings auch diese Klinik nicht herstellen. Zuallererst. Den perfekten Menschen gibt es nicht. Es sind viele Faktoren, die einen Menschen ausmachen. Nicht nur die Gene, sondern die Umgebung oder die Ausbildung. Doch die Gene, die sind wie eine Barriere. Stimmt dort etwas nicht, wird ihr Baby sterben. So einfach ist das. Carmen Gemay hat die Absicht, ihre Eizellen einzufrieren, in die Tat umgesetzt. Mehrere Besuche bei ihrer Gynäkologin sind nötig, um die Produktion reifer Eizellen anzuregen. Für eine spätere erfolgreiche In-vitro-Befruchtung reicht eine einzige reife Eizelle nicht aus. Es braucht rund 15. Besser sind 30. Die Untersuchung zeigt, dass sich bei der Schweizerin nur 7 bis 8 Eibläschen gebildet haben. Diese Zahl ist angesichts ihres Alters eher wenig. Zudem birgt nicht jedes in sich eine Eizelle. Die Biologie, die läuft unweigerlich und die Eizellreserve, die nimmt deutlich ab. Und mit 40 Jahren zum Beispiel, da sind 2/3 aller Eizellen, führen nicht zu einem Kind. Wer sich wie Carmen die Eizellen einfrieren lassen will, hat sich auf eine belastende Prozedur eingelassen. Zuerst musste sie ihren Zyklus mit einem Progesteronpräparat regulieren, dann mit einem spezifischen Hormonblocker den eigenen Zyklus ausschalten. Dies verursachte in ihrem Fall tägliche Kopfschmerzen. Bis zum Tag der Eizellenentnahme spritzt sich die Schweizerin jeden Abend die vorgeschriebene Dosis an Hormonen, um die Produktion zu stimulieren. In der Schweiz kann man noch nicht von einem Social Egg Freezing Boom sprechen. Die Methode ist mit rund 5.000 Franken immer noch teuer. Doch das Interesse steigt. Auch in der Wirtschaft. Die Jahre zwischen 30 und 40 sind ja genau jene Jahre, in denen sich viele Frauen zwischen Kind oder Karriere entscheiden müssen. Internationale Konzerne haben die neuen Möglichkeiten längst erkannt, die sich ihnen mit dieser Methode eröffnen. Also vor allen Dingen sehe ich sehr kritisch. Apple und Facebook hat ja ihren Arbeitnehmerinnen
angeboten, die Kosten einer von Social Freezing zu übernehmen und sogar auch die Kosten, glaube ich, zum Teil auch noch von der IVF-Behandlung, die sich ja dann anschließen würde, um schwanger zu werden. Und da sehe ich also schon einen, dass sich ein Klima aufbaut, der Frauen unter Druck setzt, quasi jetzt auch noch arbeitgeberfreundlich Verantwortung zu übernehmen fürs Kinderkriegen. Und also das ist, ich sehe auch, dass da Anreize gesetzt werden, oder in meinen Augen werden da Anreize gesetzt, die quasi die eine mögliche Schwangerschaft hinauszuschieben, wo dann der Arbeitgeber eigentlich in einen sehr intimen Bereich, nämlich die Familienplanung, eingreift. Carmen Jemai leitet auf einem Grundbuchamt in Zürich ein Team von 12 Angestellten. Den Entschluss, ihre Eizellen einzufrieren, hat sie ihren Mitarbeitern per E-Mail mitgeteilt. Sie wollte sicherstellen, dass emotionale Schwankungen, die mit der Hormonbehandlung eingehen, nicht missverstanden werden. Abgesehen von 2 Kollegen hat niemand auf ihr Mail reagiert. Das ist ein absolutes Tabuthema. Man darf es nicht öffentlich machen, sonst wird man an den Pranger gestellt, würde ich fast sagen. Das ist natürlich der zweite Schritt. Mit meinem Schritt wollte ich auch ganz bewusst provozieren, ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber doch auch Frauen Mut machen, dass sie öffentlich dazu stehen, dass sie dazu stehen, wenn sie ein Kind möchten, dass sie auch bereit sind, das zu kommunizieren und ja, vielleicht auch halt dann Anlaufstelle sein für Frauen, die es schwieriger haben, die nicht den Mut haben, so öffentlich dazu zu stehen. In Spanien ist dies anders. Hier wird offen darüber gesprochen, wenn Frauen ihre Eizellen einfrieren lassen. In Spanien ist außerdem möglich, was in der Schweiz verboten ist, die Eizellenspende. Katja Pavone von der internationalen Abteilung des IVI ist für die deutschsprechenden Patientinnen zuständig. Sie ist 42 Jahre alt und hat selbst bereits 2-mal ihre Eizellen einfrieren lassen. Laut Pavone kommen 80% aller Patientinnen aus dem Ausland, um sich eine fremde Eizelle einsetzen zu lassen. Obwohl es mit 8.000 Euro die weitaus teuerste Prozedur ist. Ein anderer Grund dafür sei die Tatsache, dass in Spanien, im Unterschied zu den USA beispielsweise, alles anonym abläuft. Laut spanischem Gesetz muss die Anonymität der Eizellenspenderin wie auch der Empfängerin gewahrt bleiben. Was trotz aller Möglichkeiten gleich geblieben ist: Eine In-vitro-Fertilisationsbehandlung garantiert kein Kind. Viele Frauen müssen sich bis zu 4-mal einen Embryo einsetzen lassen, bis sie schwanger werden. Bei anderen klappt es trotz aller Versuche nie. Eine Person macht sich psychisch sehr fertig damit, wegen diesem emotionalen Problem. Und das sinkt die Schwangerschaftsrate. Also man muss wirklich versuchen, mit einer Psychologin Hilfe zu erlangen, dass ja jemand beisteht durch die ganze Behandlung. Weil 30% sinkt die Schwangerschaftsrate dadurch. Das ist wirklich bewiesen. Man muss das gelassener angehen, aber es ist sehr schwierig. Carmen Jemai ist bereit für die Entnahme ihrer Eizellen. Da dies ein medizinischer Eingriff ist, erhält sie ein leichtes Beruhigungsmittel und ein intravenöses Schmerzmittel. Im Labor gleich nebenan verliert der Laborant keine Zeit und beginnt in der Flüssigkeit der Eibläschen die Eizellen zu suchen. Klar ist schon jetzt, einige Eizellen sind unreif. Im Inkubator haben sie eine Chance nachzureifen, aber garantiert ist das nicht. Für ein künftiges Kind reichen diese Eizellen eher noch nicht. Die meisten brauchen scheinbar 2-mal, also das ist halt die Norm. Ja. Jetzt sicher mal eine Pause, also man sollte auch eine Pause machen. Aber ich bin schon eine Person, die das halt dann bald wieder macht, damit man es dann auch abhaken kann, dass man, ja. Wer sich jedoch einmal auf diesen Prozess eingelassen hat, kommt aus dieser Spirale kaum mehr hinaus. Denn der Wunsch nach dem Sehnsuchtsobjekt Kind ist so groß, dass er alles andere dominiert. Auf dem Weg dorthin nehmen sie vieles in Kauf. Sind die finanziellen Mittel beschränkt, wird man auf ein Auto verzichten und das Geld lieber in mehrere In-vitro-Befruchtungen investieren. Doch die eigentliche Menschwerdung ist letztlich immer noch ein Wunder.